Hallo und herzlich willkommen zu Stadtfilmabend. Boah, ist es kalt heute. Wir sind draußen wieder minus 12 Grad haben. So, darum schauen wir mal, was hier jetzt los ist. Goodie. Okay, sehr gut. Also, wir hatten, glaube ich, immer noch eine Raid, die kommt wegen Naomi. Bei dem ersten Mal, dass wir das versucht haben, war ja Nussi gestorben. So, okay, also hier ist jetzt noch niemand. Könnte ja hier vielleicht noch irgendwas hinbauen, so einen Turm oder so. Aber warte, hier haben wir schon einen hingesetzt. Aber einer wird nicht reichen, glaube ich. Ist immer noch ein Kolonist und okay, gut. Wie sieht der Arbeitsplan aus? Nicht, dass wir da wieder. Okay, also Tierpflege, Aufsehen, Kochen, Arzt gibt es überall und hier Waldarbeit müssen wir auch mal ein paar Leute reinsetzen. Und zwar welche, die da nichts anderes zu tun haben am besten. So. So. Ah, schau an. Sehr gut. Hühner bleiben. Wir haben Hühner. Tiere, Hühner. Zip. Sehr schön. Hühner sind immer gut. Allerdings haben wir jetzt zu wenig Schlafplätze für Tiere, glaube ich, ne? Wenn wir die Hühner noch mit einbeziehen. Test, Test. Kann man mich überhaupt hören hier? Mikrofonlautstärke. Bin ich zu weit weg? Ich glaube, ich muss das ein bisschen näher ranholen. Ist jetzt besser? Hallo? Okay. Also, Hühner. Zack, zack, zack. Guti. Heugras ist verrottet, ja. Passiert leider. Sag mal. Jake, also Jacks bleiben. Gruppe ausgesetzter, verwirrter Jacke hat das Gebiet betreten. Sie scheinen Menschen zu vertrauen und treten der Kolonie bei. Okay. Die Jake. Sehr gut. Das heißt, sie haben dann auch wieder beiderlei Geschlecht. Könnten wieder züchten hier. Warum? Geht doch. Was ist, wenn wir das alles überdachen und hier Heizung reinsetzen? Die Kolonisten versammeln sich, um die Hochzeit von Markus und Nuno zu feiern. Wie schön. Hier vom Billardtisch wird ja geheiratet, nicht? Thank you.
Okay, brauchen wir Markus hier auch dazu? Ah, da. Überfall, Jagd auf Naomi. Wow, während der Hochzeit. Was ist denn das? Kein Moment der Pause. Ah, jetzt kommen die hier an. Okay. Mit etwas Glück kommen die aber nicht durch die Mauer. Ist hier noch... Oh, da oben sind noch... Ach, du Scheiße. Das sind ja jede Menge Leute hier. Ah, Belagerung der Vergewaltiger. Okay, die Vergewaltiger wollen die Oma haben. Gut, dann schauen wir einfach mal. Dass wir hier ein paar Leute hinschicken. Und die beiden hier oben vielleicht. So. Er kommt hier unten rein. Aber ein Hauptteil kommt hier vorne. Ah, siehst du, wunderbar. Ah, fick dich, Mensch. Ah, wen schicken wir da hin? Wer hat denn hier... Ah. Markus ist Nahkämpfer, ne? Sehr gut. Ist Jefim noch? Okay. Geht's Jefim noch gut? Er hat eine Wurminfektion. Okay. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Okay. Wo kommen die anderen? Die kommen auch hier längs. Okay. Ja, hier kommen auch jede Menge Leute durch. Ja, die hauen ab. Sehr gut. Sehr gut. Okay, damit hätten wir sie in die Flucht geschlagen schon. Ja. Das ging ja fix, siehst du mal. Man muss nur... So, lebt hier noch irgendjemand? Oh, da kommen noch mehr, Scheiße. Ah! Markus eigentlich. Sehr gut. Okay. Da ist noch einer. Der lebt tatsächlich noch, oder was? Lebt hier sonst noch jemand? Sieht nicht so aus. Hier unten vielleicht? Nope. Okay. Gut, das war die Belagerung hier.
sehr schön. Dann wollen wir die ganzen Waffen hier zum Einsammeln wieder markieren. Zack. Das finde ich immer nett, wenn Leute kommen und einem Waffen bringen hier. Aber das ist jetzt schon wieder so viel und Naomi hat nichts mitgekriegt. Die liegt die ganze Zeit im Bett hier. So viele Waffen liegen hier rum. Und so viele Leichen habe ich wieder nicht genug Gräber für. Vielleicht sollten wir mal anfangen, hier elektrisches Krematorium zu bauen. Welchen Stein haben wir denn da am besten? Granitblöcke, okay. Aus Granit. So. Guti, wo bauen wir das hin? Hier vielleicht? Beim Gefängnis? Oder ist das zu makaber? So, Strukturen. Granit. Tür. Und ja, ich mache Holztüren, Michaela, weil es hier egal ist. So, Strom. So. Zack. Das nicht vielleicht zu weit weg ist vom Strom. Hier können wir es hinbauen. Gut. Dann brauchen wir noch einen Boden. Machen wir auch Granit. Davon haben wir gerade genug. Zack, fertig. So, dann müssen wir diese Mauer hier wieder ausbessern und hier oben bessern wir auch gleich und dann nehmen wir dann gleich Granit. Sollen wir das verdoppeln einfach die Mauer? Okay, wie sieht er denn aus hier? Tod in 4 Stunden, linke Speiche zertrümmert. Speiche zertrümmert klingt jetzt nicht so gut. Aber schauen wir mal. Was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Irgendwas ist explodiert hier. Was? Wo kommt die her? Klar, das war zu einfach. Super. Ah, toll. Ins Lager schießen die Arschlöcher. Okay. Bewusstloser Kolonist, Nussi. Was ist los mit dir? Linkes Ohr abgeschnitten, meine Güte. Rauchblatttoleranz gering. Heil von Rauchblatt. So, Retinossi. Aber Markus liegt auch schon im Krankenhaus. Okay. Linke Lunge zerstört, ja. Sowas Doofes. Aber ich glaube, ich speichere hier mal ab, weil hier möchte ich eventuell neu laden und das nochmal versuchen, falls die Belagerung so ein bisschen desaströs vonstatten geht.
Okay, so. Ist das ein Dreck? Warum kein Strom? Was soll das? Ah, toll, weil die hier durchs Dach geschossen haben, den Küchentisch kaputt gemacht haben. Meine Fresse. Alles kaputt geschossen, die Arschlöcher. Okay. Wird Zeit für ein paar Redundanzsysteme hier. So. Dann müssen wir auch wieder Leute auf Bauen stellen. Wo brennt's? Nein, nicht das Essen. Oh, super. Oh wow, toll. Oh super, die Wand ist kaputt. Toll, 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 toll. Ah. Es geht kaputt! Das, wo wir eh schon Rohstoffprobleme haben hier, verdammte Axt. Ah. Jetzt schlafen die alle. Warte mal, das ist eine dumme Idee. Gehen wir hier hinten längs. Eieiei, tot Carsten, tot Heiko, rasend vor Wut Lemon. Aha. Eieiei, tot Markus.
Kiratte, ich weiß nicht, ob du da noch viel machen kannst. Ja, okay. Sowas. Jeden in der Nähe zu entführen. Okay, mal gucken, wo das hinführt. Ich will mal spaßeshalber gucken, wo das hinführt. Wir können ja dann immer noch neu laden. Mal gucken, ob überhaupt jemand übrig bleibt hier. Bench entführt, okay. Kerstin entführt. Nussi, Nunu, Ratte und Naomi sind noch übrig. Sehe ich das richtig? Nussi entführt. Nunu, Ratte und Naomi sind noch übrig. Und natürlich Jefim, der im Gefängnis sitzt. Ah, ah, ah. Mal gucken, was ist denn dein Problem? Unterernährt, Kolonist verloren, stärkere Schmerzen, Kolonist gestorben, unansehnliche Umgebung, krank, verschwitzt, in der Hitze geschlafen, schreckliche Baracke, gestörter Schlaf, mein Rivale starb. Okay. Hm. Und Ratte ist auch entführt, also Nunu und Naomi bleiben. Nunu und Nussis Schwester Naomi, die 89-Jährige. Uriel hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Achso, das ist der Elch da. Okay. Oh, Scheiße. Ist das eine Scheiße? Jefim ist ja rasend vor Wut. Okay, wird jeden angreifen. Das ist momentan Combo. Okay. Wen haben wir denn hier noch alles liegen, wer lebt, wer tot ist? Wow, mein Kopf ist schon weg. Doomsday-Raketenwerfer. Schick. Naja, das haben wir jetzt davon. Oh, wow. Wow, cool. ich glaube, damit wäre der Spielstand wohl relativ erledigt hier. Ob die Naomi jeweils noch aufsteht mit ihren Rückenschmerzen und obwohl das meiste. Okay, laden wir neu. Sowas. So, wir machen das jetzt aber ein bisschen. Ich meine, die sind schon schwer bewaffnet, die Leute. Zack. Machen das jetzt mal ein bisschen ausgeglichener, indem wir denen einfach den blöden Geschützturm wegnehmen. Dann sollen die halt kommen, wenn die was wollen. So. Und den auch. Zwei haben die. Wow. Okay. Weil die haben hier schon ihre komischen Doomsday-Raketenwerfer und Zeug. Guck dir das an. Da will ich wenigstens. Wenigstens nicht, dass sie mich aus der Ferne beschießen, sondern so ehrlich sind anzukommen hier. Also, naja, wenigstens nur hier die Barrikade kaputt gerissen und nicht gleich den Turret kaputt gemacht. Ah, siehst du, jetzt kommen die nämlich an.
Was eventuell auch nicht besser ist. Aber gucken wir mal, wie das läuft hier. Weil hier ist, haben wir noch nicht zugemacht. Markus liegt noch. Okay. Kann man nicht bauen hier? Ziehe schwarze Wespe. Arbeiten an Wand. Ach, zu spät. Scheiße. Gehen die alle da rein? So, wie geht's Markus? Kann der vielleicht schon wieder jemanden kaputt hauen? Hat er überhaupt Bewaffnung? Nein, hat er nicht, aber der hat die Power Claw. Sollte eigentlich reichen. Wow! Wow! Selbst mit Schummeln kommen wir hier nicht durch. Verdammte Axt! Rückzug! Motherfucker. Okay. Das macht's irgendwie auch nicht besser. Ach, hier sind auch welche angekommen. Cool. Okay, hat wenigstens noch einen mitgerissen. Wow. Okay. Sowas. Kann man eine Bench retten? Wo ist Nussi? Achso, Nussi liegt schon im Krankenhaus. Gut. Ja, Kerstin! Gib's ihm! Yes! Foltermeister Huber wird gefangen genommen. Sehr schön. Meine Fresse. Medizinischer Notfall, okay. Behandeln. So. Tod in 2 Stunden. Okay. Bench. Tod in 5 Stunden. Wer ist gestorben?
Ah, der hier, Huber, Foltermeister. Foltermeister Huber. Das ist cooler Name für eine Netflix-Serie. Okay. Trotz all des ganzen Wirrnisses hier sind wir schon wieder eine halbe Stunde dabei. Und darum würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Spielstand hier jetzt noch rettbar ist. Ich meine, der ganze Scheiß ist kaputt und wir haben keine Rohstoffe, um den wieder aufzubauen. Das ist ein bisschen blöd. Aber wenigstens ist jetzt der Angriff vorbei. Und hier liegt ein bisschen was Nahrung zumindest herum. Also würde ich einfach mal sagen, versuchen wir von diesem Spielstand, da auch keine wichtige Person gestorben ist bisher, außer Foltermeister Huber, der seine eigene Serie auf Disney Plus kriegen sollte. Ja, versuchen wir das einfach mal. Ich speichere mal ab hier, aber sicherheitshalber, damit wir Optionen haben als Nummer 3 Spielstand. Und dann könnte man eventuell beim nächsten Mal dann versuchen, weiterzuspielen. Scheibenhonig, guck dir das an. Oh, the humanity. Okay, wie gesagt, es gilt auch dieses Mal wieder, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann warum subscribt ihr nicht diesem Kanal? Dann könntet ihr vielleicht zweimal die Woche solches Fratzengeballer euch angucken. Oder ihr könntet auch, oder vielleicht zusätzlich, dann, wenn ihr subscribt, diese Glocke drücken, damit ihr auch wirklich informiert werdet über YouTube, wenn eine neue Folge rauskommt. Es ist scheinbar sehr wichtig heutzutage. War früher anders, aber heute ist das so. Und ja, und so ein Like und ein Kommentar sind auch immer gut für das sogenannte Engagement. Ja, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, glaube ich. Ist heute Samstag? Heute müsste Samstag sein. Und bis zum nächsten Mal.